So, und dann wollen wir zuallererst mal unseren Trupp wieder auffüllen. Wirklich viel ist da ja nicht weg. Drei Slots sind frei. Und ich glaube, wir haben noch genug Leute, die Hammer heißen. Sonst ändern wir einfach irgendwelche Hauler wieder um. Da haben wir einen Hammer. Ah, warum ist er jetzt nicht auf der Seite geblieben? Hauler, Hauler, Bruder. Hammer. Und der letzte Slot gucken wir mal von unten. Da ist noch ein Hammer. Ja, wir haben noch jede Menge Hammerzwerge. Das ist halt der zweite Trupp, den wir nicht aufgestellt haben. Also noch nicht. So, die müssten jetzt auch alle richtig equipped sein. Guck einfach nochmal Shift-U und nochmal auf Hammer mit Shift. Nee, einfach nur Enter, richtig? Ja, jetzt müsste der ganze Trupp, auch die Neuankömmlinge, damit ausgerüstet sein. So, Zeit unbedingt mal weiterlaufen lassen. Die Zwerge haben nämlich sehr viel zu tun. Zum Beispiel auch die Mauer da hinten zu bauen. Keine Fehlermeldung, was die Erreichbarkeit angeht. Das ist schon mal sehr gut. Nicht, dass ich wieder irgendeinen Alarm habe laufen lassen. Was war noch? Also wir wollten gleich den Trupp wieder runter in den Danger Room schicken. Und da mal wenig mit rumexperimentieren. Wir wollten die ganzen Leichen einsammeln. Wir wollten endlich mal diese doofe Luke da oben raufsetzen. Dann müssten wir inzwischen eine von haben, oder? Floor Hatch. Ja, haben wir. Dahin. Und eine Etage tiefer haben wir keinen Zugang? Hä? Wie jetzt? Ich wollte eigentlich auf jeder Etage so eine Luke reinmachen. Na, kurios. Na gut. Vielleicht muss die eine erst gebaut werden. Oh, was haben wir jetzt? Eine Karawane. Also ja, schön, dass die Karawane kommt und wir eventuell Holz und Metall und was weiß ich bekommen. Aber das heißt auch, dass wieder Goblins dabei sein könnten. Wir haben echt keine Ruhe. Na gut. Militär, Alarm, Insight. Bitte aufhören mit dem ganzen Sachen einsammeln. Da werden wieder gleich ganz viele meckern und die ganzen Fehlermeldungen werden dafür sorgen, dass ich alle möglichen anderen Sachen verpasse. Aber was muss, das muss. Solange bis wir unsere drei Miliztrupps haben, die alles sofort umbringen können. Dann könnten wir ihn einfach hier draußen positionieren und den Goblins einfach den Finger zeigen. Aber na gut, das dauert noch eine Weile. Bis dahin werden wir halt mit dem Anblick von überall verteilten Körperteilen und Ausrüstungsgegenständen leben müssen. So, ein Kätzchen wurde geschlachtet. Okay. Und hier sind zwei Zwerge richtig langsam. Der eine trägt wohl einen Käfig und der andere eine Kiste. Hoffen wir mal, dass der hintere schnell genug ist. Weil ich denke mal, die Karawane ist gleich da. Wenn die Karawane gleich da ist, können die Goblins auch gleich da sein. Die sehen wir bloß noch nicht. Die Luke wurde immer noch nicht gesetzt. Das hätte ich wenigstens noch zu Ende bauen lassen können. Na gut. Dafür toben sich jetzt die Zwerge im Krankenhaus aus. Man sieht hier richtig viel hin und her transportieren. Das wird wahrscheinlich der Stoff sein. Ja, wird in die Krankenhauskisten gebracht, obwohl wir nur zwei Verletzte haben. Also zwei, die sich selber eingewiesen haben. Ich weiß ja nicht, was mit dem Rest war. Auf der Hospitalliste waren jede Menge mehr Verwundete. Aber vielleicht waren die nicht verwundet genug, um sich hier hinzulegen. Müssen wir mal im Auge behalten. Oh, was ist denn hier passiert? Nur zum einen haben wir jede Menge Miasma in der Küche und Udel, bla bla, Leihmaker ist durchgedreht. Das ist jetzt kurios. Dann ist es ein neuer Zwerg, weil er noch keinen Namen hat. Und neue Zwerge dürften eigentlich keinen Grund haben, durchzudrehen. Die haben ja noch keine Verwandten und Liebhaber und Haustiere und was weiß ich, die sterben könnten. Zoomen wir mal hin. Da ist er. Udi Zazit Darkas. Okay, Usel. Was hast du denn so dabei? Inventar. Du hast Seidenhosen, anderen Krimskrams und ein Fass voll Fleisch. Also falls irgendein Zwerg sterben sollte, wurde er von einem Fass voll Fleisch erschlagen. Okay.
Da er jetzt durchgedreht ist, wird er auch sich nicht wieder beruhigen, oder? Ich guck mal erst, wie genau die Fehlermeldung lautet. Ja, went insane. Das ist jetzt kein Temper-Tantrum, der irgendwann aufhört. Der ist, um es mit Fachbegriffen zu betiteln, durchgeknallt. Also S, Shift A, töten. Unseren lieben Zwergefreund. Fertig. So, Pause. Dich verfolgen wir jetzt mal. F. Bitte nicht in irgendeine zu sehr bewohnte Gegend reinlaufen. Die anderen Zwerge müssen das nicht unbedingt mitbekommen. Oh, ich glaube, er versucht jemanden mit seinem Fass zu schlagen. Und hat er auch. Da hat es gerade kurz aufgeblinkt. Der da. Oh, ach du gute Güte. Das Fass scheint richtig gut Schaden zu machen. Der ist jetzt schon mal betäubt. Ist überall verletzt fast. Ach so, ein Fass alles ausrichtet. Vielleicht sollten wir unsere ganze Miliz mit Fässern ausrüsten. Na gut. Wo bleibt die Miliz, wenn man schon von ihr spricht? Da unten sehe ich einen. 2, 3. Wehe, der bringt jetzt einen. Na, er hat ihn umgebracht. Mit einem Fass voll Fleisch, Gottverdammt. Prügel, Prügel, Prügel. Er hält sich ganz schön lange. So, jetzt ist er auch tot. Also wir haben 2 neue tote Zwerge. Das ist gar nicht gut. So, wo ist er? Das will ich mir jetzt angucken. Kredas war es nicht. Er hatte keinen Namen. Limemaker da. Also Zück 70 hat ihn wohl am Anfang geschlagen. Und wer hat ihn umgebracht? Der Unaussprechliche. Ja, wie sich das gehört. Und zwar mit dem rechten Fuß in den Kopf. Also der Unaussprechliche ist anscheinend auch gleichzeitig Chuck Norris. Ich würde aber gerne mal wissen, wie er den anderen umgebracht hat mit seinem Fass. Gucken wir mal zu Escape. Escape. Wer ist überhaupt gestorben? Gestorben ist ein Puppy und Beinen. Xbo Siprikatis Beinen. Okay, wieder er. Und jetzt müssen wir hier irgendwo Beinen finden. Genau ihn. Also angefangen hat das Ganze wohl mit einer Schlägerei. Der Durchgeknallte hat Beinen in den rechten Unterarm geschlagen mit seiner linken Hand. Durch die Kiwi-Lederrobe. Ja. Dann hat er ihn noch getackelt, also ist gegen ihn gegengedonnert. Und Beinen wurde umgeschubst. Und als er dann wohl am Boden lag, hat der Durchgeknallte weiter auf ihn eingeprügelt. Geschlagen, getreten, gebissen sogar. Also der Verrückte hat ihn gebissen in den Unterkörper. Das ist nicht nett. Ich will nicht in den Unterkörper gebissen werden. Okay. Durch die Pigtail-Hosen durch. Ja. Oh. ja, und er hat sich festgebissen. Also Latches on Firmly heißt, dass er sich sozusagen drin verbissen hat, wie das Bullterrier ja gerne machen. Und da ist Beinen dann auch gleich aufgewacht. Der war ja betäubt durch das Umschubsen. War ja versucht aufzustehen. Und währenddessen beißt sich der Durchgeknallte durch das Fett und anderes Gewebe und au. Au, 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 au. Ja, sehr, sehr übel. Aber anscheinend hat er das Fass mit dem Fleisch doch nicht benutzt. Was irgendwie ein wenig schade ist. Also klar, das Ganze ist eine Tragödie schlechthin. Zwerge haben sich umgebracht, Blut wurde vergossen und so weiter. Aber es wäre irgendwie lustiger gewesen, wenn es mit dem Fass passiert wäre. Na gut. Lassen wir das Spiel mal weiterlaufen, die Tragödie weiter ihr Ende nehmen. Jetzt werden die Leichen nach unten gebracht. Die Verwandten von den beiden Toten werden jetzt auch wieder traurig sein und eventuell durchdrehen. Aber es ist ja Gott sei Dank nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Wie gesagt, früher, wenn ein Zwerg gestorben ist, teilweise das ganze Fort dran zugrunde gegangen. Inzwischen ist das echt noch human geworden. Oder zwergisch, je nachdem, wie man es sehen will. So, zum Eingang. Der Zwerg mit dem Käfig ist inzwischen drin. Das ist schon mal sehr gut.
Die Karawane. Oh, die Karawane ist auch schon da. Ah, dann sollten wir mal ein paar Waren dahin bringen. Crafts. Da. Bin. Und wir sollten vielleicht mal unsere ganzen billigen Waren einfach so verschenken, damit wir besseres Ansehen bei denen bekommen. Und ein wenig mehr Platz in unseren Stockpiles. Denn wir haben ja momentan einen echten Mangel an diesen Bins. Also diesen, ja, was sind das eigentlich? Ja, so eine Art Kisten, wo man Sachen drin lagert. Davon haben wir echt zu wenige. Weil die halt alle vollgemüllt sind mit entweder Essen oder den Kinkerlitzchen. Ja, hier sind jede Menge Kinkerlitzchen, die einfach so lose rumliegen, weil wir keine Bins haben. Das sollte echt nicht sein. Aber keine Bins mehr. Nö. Okay, das soll dann erstmal reichen. Okay. Spiel weiterlaufen lassen. Unser Miliztrupp hat keinen Befehl mehr. Ah, gut. Nach dem Tod von dem Wahnsinnigen hat sich der Befehl wohl selbst aufgelöst. So muss das sein. Das Krankenhaus ist auch nicht mehr ganz so gut besucht. Also, es laufen nicht durchgehend irgendwelche Zwerge rein, um Stoff abzuliefern. Dafür werden die Patienten schön getränkt. Also, die kriegen was zu trinken angeboten. So. Ist Gerogon schon da? Nee, er ist auf dem Weg. Wenn wir gleich irgendwo einen pompös aussehenden Zwerg sehen, wissen wir, dass er da ist. Die Grafik sieht echt ein wenig ulkig aus. Da ist er. Mit seinem roten, was auch immer das ist, mit goldenen besetzten Seitenteilen, einem blauen Talar in der Mitte und einer Krone auf. Ja. So, du tauscht bitte. Wir hätten gerne Eisenbarren. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang. War es allerdings auch schon mit den guten Metallen. Nehmen wir nochmal Platin mit, um daraus irgendwas Nettes zu machen. Wir hätten noch gerne kein Glas, kein Lehm. Holz. Holz nehmen wir alles mit. Oh, richtig schön viel Holz. Das ist doch mal praktisch. So. Zwei Seiten voll Holz. So muss das sein. Ich nehme nochmal den Feuerlehm und den normalen Lehm mit. Einfach nur so, falls mal wieder jemand besessen ist. Dann nehme ich auch nochmal einen Seidenstoff mit. Einen Wollstoff. Ach, das sind alles Seile. Ja, Seile brauchen wir nicht, glaube ich. Eine Goldflasche. Nö, brauchen wir auch nicht. Aber ein Waterskin können wir mal mitnehmen. Da wir ja die Miliz ausbauen wollen, brauchen die auch alle was, wo wir sie ihr Trinken und Essen lagern können. Wir könnten jede Menge Eisenspielzeug mitnehmen und einschmelzen. Nee, wir brauchen das Holz. Also die Kohle. Ich glaube, wir müssten auch genug Eisen haben. Und da ist schon wieder dieser doofe Drache, der gar kein Drache ist, sondern nur eine kleine Ente. So, die Metallkäfige nehmen wir alle nochmal mit. Fässer, die leer sind, nehmen wir auch mit. Kann nicht schaden. Schade, dass sie keine Bins anbieten. Aber gut. Ein bisschen Alkohol von auswärts ist auch eine gute Idee. Immer nur das selbstgebrannte Trinken wird bestimmt mit der Zeit langweilig. Oh, genau. Silber. Warhammer wäre noch ganz schick. Da ist nun Silberbogen. Stell ich mir nicht sehr praktisch vor, einen Bogen aus Metall zu haben. Also, außer es ist wirklich modern aufgedreht wie so eine Armbrust. Iron Battle Axe? Nee. Nö. Und jetzt immer noch viel zu große Ausrüstung, die wir nicht tragen können. Oh, aber hier Schilde. Die können wir tragen. Ein Eisenschild nehmen wir doch mal normal mit. Oh, ist das teuer. Wir sollten vielleicht erstmal ein paar Sachen auf unserer Seite reinpacken. Sonst kommen wir da nicht so ganz hinterher. Jetzt müssen wir das ganze Rumgewusel machen, weil wir nicht wissen, was wir verkaufen können und was nicht. Ne, nicht die ganze Kiste. Die Socken sind kaputt. Aber ich glaube, es gab X und es gab großes X und es gab Doppel-X. Also die vertausche ich noch nicht. Da sind noch ein paar Löcher drin, das ist okay.
Vollkommen legitim für einen Zwerg mit Socken, die Löcher haben, rumzulaufen. Das hier müsste alles weg können. Und schon sind wir gut im Plus. So muss das sein. Alles weg. So. Mal eben 700% Profit für den Händler. Das können wir so nicht stehen lassen. Wir nehmen dann nochmal ein bisschen Mehl. Ein bisschen schwarzen Sand. Einfach nur so, weil wir es können. Eine Kiste. Ich hätte gerne noch Kisten voller Leder und Stoff. Die habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Ein bisschen gelben Sand. Bolzen. Ja, an sich schon, aber das hier sind qualitativ höherwertige. Machen nicht mehr Schaden, die kosten einfach nur mehr. Aber die Kupferbolzen nehme ich mal mit. Normale Eisenbolzen können auch mit. Oh, und Eisenarmbrüste, die können alle mit. Sehr schön. Oh, jede Menge Essen. Da werde ich aber nur eine Seite mitnehmen, das muss reichen. Auch wenn bei uns oben in der Küche gerade irgendwas los ist, was ich mir gleich auch noch angucken muss, aber es sollte so eigentlich reichen. Anchovies, nein danke. Chup. Ah, hier ist der Faden. Und zwar normaler Faden und Spinnenseidenfaden. Die nehmen wir beide mal mit. Fehlt jetzt nur die dritte Art von Stofffäden. Oh, ein Katzenlederköcher. Den nehmen wir mal mit. Und zwei Backpacks, drei Backpacks. Noch ein Quiver. Damit wir nachher unser Leder nicht benutzen müssen dafür. Und ein wenig Käse. So, schon sind wir nur noch bei 100% Profit für den Händler. Was immer noch eine ganze Menge ist. So, jetzt kommt auch nichts Interessantes mehr. Nö, das war's. Denn einmal Tee wie tauschen. Und er ist ekstatisch. So muss das sein. Also, raus hier. Wir machen einen kurzen Cut und sehen uns dann gleich wieder.